Liebe Mitgrüne, ich grüße euch recht herzlich heute in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des BUND Sachsen. Wir haben ja die internationalen rechtsverbindlichen Ziele im Klima- und Biodiversitätsschutz, die 1,5-Grad-Grenze, den gebotenen Stopp des Biodiversitätsverlusts. Und dieses Jahr wird es massiv darauf ankommen, ob wir diese Ziele einhalten. Da wird Deutschland eine wesentliche Rolle beispielen. Da haben wir große Hoffnung auf euch, dass wir vorankommen mit dem Ziel, null fossile Brennstoffe, eine stark reduzierte Tierhaltung und einen stark reduzierten Pestizideinsatz deutschlandweit hinzubekommen. Und was noch viel wichtiger ist, wir hoffen auf eine intensivere Rolle Deutschlands auf EU-Ebene. Da darf Deutschland nicht länger der Bremser sein, weil letzten Endes kann man zum Beispiel die komplette Defossilisierung nur transnational erreichen. Wir müssen weg von rein deutschen Diskussionen über CO2-Preise und Ähnliches für null Emissionen bis 2035, die nötig sind für die Klima-, aber auch für die Biodiversitätsziele, müssen wir auf EU-Ebene, der von der Leyen Kommission massiv Druck machen. Das werden wir vom BUND aus, auch von den Grünen und allen anderen erwarten, dass ihr da erfolgreich seid. Und wir wünschen euch dafür alles Gute.